me! Can't see me, can't see me. Alter. Er hat mit KG-17 auf mich gezeigt, achten würden. Nimm dir schnell eine Waffe aus dem Auto raus, Paul. Wir sind hier gleich in der übelsten Bot-Zone. Heißt das Spaß? Spaßzone? Du meinst Aircraft Track? Nein, Spaßzone. Solange hier nicht wieder die Typen von gestern sind, die irgendwie alle 5 Minuten da sind, also ja, ist es okay. Wir waren schon ein bisschen crazy. Auch vorhin hatten Lars und ich auch so einen lustigen. Er wollte ja unbedingt auf einen fast vollen 60-Mann-Russen-Server und hat mir nicht geglaubt, dass wir dann an nichts kommen. Wir gehen zu einem Armored Vehicle, zu einem richtig fetten Panzer, killen alle Bots, wollen gerade auffüllen, auf einmal steht da so ein Typ dann mit Makarov, spawnt genau zwischen uns beiden, zielt auf uns. Mit Makarov, ja, wohlgemerkt. Ich will nicht aussteigen! Aber ich will nicht aussteigen. Nee. Willst du das auch hier so allein machen? Wir können ja einfach alle Reifen zerschießen, dann fährt man halt weg. Ich hab ihn repaired. Ja. Okay. Fährt uns wirklich keiner weg. Ja, außer er hat ihn. Hab ihn, hab einen. Dann. Hab ich noch einen? Hab ich noch einen? Und Alex geht ja erstmal ein bisschen hier. Hab ich einen? Ne, den hab ich nicht erwischt. Hab ihn? Das ist so. Läuft, wir weiterrennen. Fick dich. Alter! Bot, ey. Komm, wir haben. Hab ihn endlich. Gar nicht lange dauert. Wer rollt sich da gerade was verfehlt? Ja, wer wohl? Los, komm rein, Daniel, ab an deine Gun. Kommt er? Nein. Okay. Ich roll mit. Niemals. Okay, Alex. Nein! Ja, los jetzt, hier, ich brauche deine fachmännische Unterstützung namens Suppressing Fire. Okay. Wenn mir jetzt noch ein Bot realisiert von mir. Alter, wie hier aber immer noch keiner war. Wow, AS50, wer will haben? Meine, bitte. Warte, erstmal meine. 2, 1. Nein, keine Magazine. Trottel. Ja, hättest du mich. Nein, komm her hier. Wir fahren jetzt. Paul, komm her. Paul, nach am Bluten? Na, ich weiß nicht. Ich könnte ja auch einfach als Türschütze einsteigen und für immer hier bleiben. Dann stirbst du, wenn du einen Schuss. Was ein Zukunftsplan. Ja, Paul ist ein sehr weit vorausdenkender. Paul hat mich schon wieder so schräg angeguckt. Schräg. Ja. Weil keiner jemals irgendwelche Missionen macht von den anderen. Ja, so. Außer Divo war vorhin mal als erstes. Ja, die haben wir trotzdem. Wir haben Besseres zu tun. Na, was denn? Tarnung. In der Gegend rumliegen, Lagerfeuer machen. Ich stell mir gerade vor, alle 50 Personen nach Reihen sind nur am Campen. Hocken alle in Ferne, oder? Gieß dann an der Straße vorbei. Die hocken alle in Ferne auf dem Sniper-Gebäude und warten, bis nur ein Auto lang fährt. Und dann gibt's Action. Suppressing Fire! Ey, Alex, ja? Was ist klein, grün und viereckig? Ein kleines, grünes Dreieck. Richtig!
Freunde. Ja, ich muss weg, erstmal weiterfahren. Ich glaube, das ist Platz nehmen. Was sind das? Boah, der Müll wird halt einfach noch runtergebracht, ne? Nein. Von mir jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, ob du noch vorbeikommen willst, oder so, dass du bringst, aber... Und Paul, was macht ihr dann morgen? Wir gucken uns deine Wand an. Boah, amazing! Ich will mitkommen! Und lernen wir ihre Katze kennen. Mwahaha. Okay, ich will auch nicht vergessen. Nein, wir sollen da irgendwie so eine Kratzwand bauen, damit die Katze da an der Wand rumklettern kann. Und spielen. Ja, genau so nach dem Motto. Ah. Ich glaube, hier können wir ganz kurz stehen bleiben. Wieso? Erstmal kurz Waffen verteilen, du hast ja keine Magazine und so. Ja, egal, sie, ich habe aber eine angsteinflößende Waffe, Alex, das passt schon. Ach, die Gegner sehen deine Waffe. User joined your channel. Alex, Daisy! Wir sind gerade alle auf Dings. Wasteland. Ja, wir zocken alle gerade. Ja, das Alter. Meine ich, ja, das wollte ich ja schon. Paul, der ganz oben in der Waffenbox ist deine L7A3 GPMG, das was du gestern hattest. Hä, was ist das? Was hatte ich denn gestern? Na, das ist dieses MG da. Ist da meins auch dabei? K12? Für dich ist gar nichts dabei, du bist gar nicht mit dabei. Lars, da ist es ja! Jetzt ist es! Ah, jetzt ist meine. Ja, wieso darf ich nicht mitspielen? Ja, komm raus. Natürlich darfst du mitspielen, aber du bist gerade nicht da. Genau, das meine ich. Ja. Bringt für die L7A3 gibt's aber keine Magazine, ja. Ja. Okay, ich lade die Waffenbox wieder ein in 3, 2. Warte mal. Alter, Daniel, das ist ein Night Vision Scope, du Trottel. Weil. Hi. Hi. Ich such grad irgendeinen Sniper. Hi. 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 Man nervt mich. Hi. 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 Egal, hi. Die hat genug Freunde. Hi there. Hi there. Ich möchte. Hi there. Junge, wie redet ihr? Hi there. Hi. Hi there. Hi. Wie redet ihr? Ja, hallo. Hi. Nein. Hi there. Junge, halt die Alter. Was? Die ganze Hi. Hi. User joined your channel. Hi. Oh, guck mal, Daniel hat Rechte. Ja, aber lauf mal. Ja, ich weiß, dann hat er Rechte. Das könnte mir was Heinz sein, deswegen lass ich's lieber gleich. Ja. Also lässt du's eh. Also komm jetzt auf den Server rauf, wir sind... Paul, war das Raute 1 gerade? Ja. Ja, was ist? Dann Box. Schön, dass du so schnell reagierst. Ja, nein! Wo ist eigentlich unser... Der sie Raute 1. Ich hau dir gleich eine Raute im Ohren. Ich geh hoch, ich hab mit mir... Warum sitzt der Schütze hinter mir? Weil der Schütze so gern hinter dir sitzt. Das ist ein Arzt. Und zweitens, ja, keine Ahnung, jetzt ein Schütze. Ich glaube, er hat da oben zu viel frische Luft abbekommen oder einen Käfer reingehabt. Keine Ahnung, da will ich mehr. Ist so. Muss so. Na, okay. Ja oder nein? Dankeschön. Jetzt geh ich auch wieder an meinen Käfer schlucken im Platz. Ich würde sagen, wir gehen zur AI-Base, zur Rebellen-Base. Da oben. Ja, das ist ja da total berechtigt dann. Okay, ey, warte mal, Lars ist schon da. Bei deinem Spawn bei uns. Ah, Amotrak! Einer kurz nachgucken bitte und die Stadt nennen, die am nächsten ist. Nisonje. Ah ja, yeah, okay. Daniel, Tschechisch Daniel. Nisonje. Junge, das klingt wie eine Magen-Darm-Grippe. Was genau? Ganz im Ernst, lernen sprechen, Junge. Ich habe nur den Buchstaben vorgelesen. Nichts Neue. Du bist ja jetzt wohl kein auf Malasaha machen, oder?
Ob Paulus Lieblingschampion ist, Mana Saha. So, ey, dann warten wir in der nächsten Stadt auf Platz. Was? Ja, machen wir. Paulus, es heißt dann seit neuestem auch nicht mehr Klinge der Unendlichkeit, sondern UDK, Unendlichkeit der Klinge. Ja. Ja. Genauso so invented by Lars. Genauso wie er bei Draven Graves sagt, ne? Und ja, Draven mit Rotflinte wäre nicht so heftig. Spinning-Schrotze. Er wirft eine Schrufe. So, ey, komm, warten wir hier auf uns. Hier waren wir doch heute auch schon mal. Wir fahren hier im Kreis. Okay, Lars, ich lade dich ein, du nimmst an, du kommst zu uns rein. Du bist gar nicht in Independent drin, du Trottel. Junge, Lars! Okay, wir warten nicht auf dich. Lars, du bist so inkompetent, ne? Ja, du bist inkompetent, du Affe, ey! Ich bin im Team, da, du! Daniel hat eine Minigun, so. Auf welchen Server seid ihr? Ach, wer ist da? Wer ist da? Sag ich dir nicht. Okay, Daniel, das gleiche, was wir über Lars geschrieben haben, darfst du auch da, ne, so. Okay. Du bist heute multifunktional, drücken wir es so aus. Lars. Ja? Lars. Weiß ich nicht. Oh mein Gott, Lars, du bist auf dem Server vor 5 Sekunden gejoint. Als ob man nicht den Namen merken kann. Und du nennst mich inkompetent. Bitte, Lars, geh dich aufhängen. Das tangiert mich very fair, kann ich dir dazu sagen. Ja, ja. Jetzt nach. Du gehst mir auch very fair am Arsch vorbei. Du weißt doch nicht mehr, was das sehr heißt. Natürlich! Du bist nur ein Toilettenvergolder. Ja, ne, egal, ich rede nicht mit Toilettenvergolder. Die sind mir zu lieblich. Ey, manche müssen halt ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie vergoldete Toilettendeckel auf Yachten verkaufen. Ja und? So muss das. Traumberuf. Und gleich danach kommt Pausenmeister. Alter, wer hat, der hat, ne? Mehr braucht der wohl nicht. Was sagst du wer denn? Hat, wer hat, okay. Daniel, träumst du nicht nachts auch mal davon, einen vergoldeten Toilettendeckel auf deiner Yacht zu haben? Ja. Und dann steht da Made by Lars. Da ist da so ein Gesicht von Lars. Im Klo drin. Was scheißt du denn immer drauf? Immer schön auf den ja, Lars. Ja, komm. So, Lars, bist jetzt independent. Independent. Lass! Nicht! Bist du gut? Okay, warten wir in der nächsten Stadt. Wo ist denn die nächste Stadt? Ich Gorka. Will den Namen jetzt nicht sagen. Gorka. Ah, Gorka! Gorka ist das. Ich glaube, das ist. Hört ihr, das ist Sandbox 1, glaube ich. Das ist darauf gekommen. No unbelievable! Boah, ich will meinen Rechner haben, ey. Ich will jeden Tag Racing spielen. Du wirst auch so gut sein wie ich und eine Fuel Can auf 10 Meter sehen können, ne? Ohne Spaß, dass du überhaupt in die Häuser reinguckst. Du guckst ja nicht mal auf die Straße. Weil wir auch nicht auf einer Straße gefahren sind, du Unterbemittelter. Unterbemittelter? So nett wie Unterblitzigen heute. Gibt's hier TWS? Nein! Nein, Lars. Hier gibt's nur WTS. WTS? Ja. Ey, was heißt WTF? Was? Nein. Where's the food? Los, lad mich ein. Oh mein Gott. Lad mich ein, Alex. WTF bei Daniel. Oh mein Gott. Ja. Gefälligst ein. Ja, mach ich gleich, Moment. Ich hab noch auf Fahr. Where's the food? Where's the food? Lol. Das war's. Okay. Ich fahr jetzt 5 Kilometer außen rum. Aber. Worauf bist du eigentlich geknallt?
Auf einen Bot, der mit einer Metis auf uns geschossen hat? Oh Leute, ganz gesehen. Ah, ich bin nur 2 Kilometer von der Base entfernt. Die machst du alleine? Die machst du, ja, locker. Ist nur eine G17. Ja, ich dachte, die können auch bei mir spawnen. Ja, kann nur bei spawnen. Ja, ich auch. Weil der Typ ja wahrscheinlich noch nicht eingeladen wurde, ne? Ja. Okay, ey, spawn mal wer Alex Glas. Leute, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Alter, was geht denn bei euch ab? Lol. Egal, ihr habt nichts dabei. Ein, was bringt ja Christino, Daniel, die respawn bitte? Wir müssen in Gorka spawnen, da wollen wir nämlich hin. Nein! Ihr klaut meine G17 Magazine. Na und? Das sind meine. So, kurz weg. Random. Ich bin ein Starry. Wie sehe ich dich denn nicht? Ich bin doch Independent. Toll. Bisschen Berrezino. Ja, ist halbwegs nah dran. Ja. Ja, dann lad mich halt nicht ein. Du bist gar nicht auf unserem Server, gar nicht Independent. Natürlich. Also er ist auf dem Server, aber er ist in keinem Team, das schon. Na, ja, doch, doch ich bin auf Independent. Wie heißt denn der Server? Jetzt ist er Independent. Jetzt bist du Independent. Raute 1. Richtig, jetzt habe ich dich eingeladen, jetzt kannst du zu uns spawnen, wenn er dich beeilst. Ich will meine Waffe wieder haben, ey. Lars, wie heißt denn der Server? Raute 1. Oh Scheiße, das Auto kommt auf mich zu. Kommst du rein, kannst du raus. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Wie selbst umgebracht. Oh nein. Paul? Hä? Festhalte! Ja. Warte. Paul. Ja, ich. Immer wenn ich gerade hier nicht drin bin, ja. Warum machst du so eine Sachen immer, wenn ich gerade mal in auf der Karte bringen, okay? Bin, ja? Immer wenn ich gerade auf der Karte bin, machst warum du warum bist sowas. Du auf der Karte? Oh, das ist nein, das ist ja. Ja. Du Information. Mr. Man. I follow you. Zu unseren Leichen, damit ich Lass spielen kann. Ich stalke gerne. Was machst du hier? Egal, ich mach einfach das Gleiche. Alex, ich will ja nicht hetzen, ne? Aber irgendwie bin ich schneller als du. Eieiei! Was geht bei euch denn ab? Er wollte, dass ich tanze. Ich bin Sportlehrer. Okay, Daniel, viel Spaß beim Sterben. Na, deine Mama, schau dich mit einer G17 auf 2000 Kilometer an. Die beliebte Lastlache wieder. M14 AIM oder CZ550? Nein, ich sag nur L115A2. 4 CZ-Max und M14 AIM. Komm, Lars, ey, Frieden! Ich hör mal ab, du Saftsack. CZ3? CZ4. Wir nehmen die CZ auf jeden Fall. Ich hab auch noch eine DMR, aber die kriegt Daniel nicht. Komm, ey, Lars, Frieden! Komm, ey! Komm, sei mal nicht so, komm, sei nicht so. Oh, da hinten sind ja 2 grüne Punkte.
Fick dich, Lars, Alter. Fick dich. Alex, du weißt, was du tun willst, wa? Leute, vor der Base sind ein paar Tote, Boss. Ey, komm, lass Frieden. Lass erst die Base machen, danach bekämpfen wir uns, okay? Nix bekämpfen wir uns. Erstmal musst du noch einmal sterben. Lars, komm. Daniel hat mich einmal umgebracht. Guck mal, ob ich treffe. Hab keinen Z-Ring leider. Oder doch, hat sie. Ich schätze mal 600. Leider daneben. Nächster. Mein Gott. Oh, nehme ich einen von meinen 2 DMRs. Gut, 600 waren zu viel. 500 ungefähr. Wow. 400 würde ich sagen. Die L115 ist besser, ne? Ey, Paul, willst du auch eine DMR haben? Nö. Nee. Ich bin jetzt schon so weit vorne, jetzt hab ich keine. So, ich hab Repacted. Hier, Alex, ich bring dir eine DMR. Mach doch. Komm, ey, Lars, ich kill dich nicht, okay? Also, dann kill du mich auch. Ja, nicht. Daniel, du noch eine kriegst, das muss ich mir noch überlegen. Nein, 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 ich will gar keine. Lars, aber kill mich nicht, okay? Okay, Lars? Komm, Frieden, Lars. Bot, bleib stehen, wenn ich auf dich schieße. Eine Frage von Respekt. Lass, komm, Frieden. Okay? Nimm doch die DMR raus. Dankeschön. Wie, du knallst dich wieder ab? Nein, ich knall dich nicht ab. Da ist noch eine DMR drin. Ich seh's. Wo sind denn die? Ey, was ein Z-Ring kann ich schätzen? Na, jetzt schon fast alle ich... tot. Will auch noch was töten. Okay. Bild auf. Ach, ich hab die gar keine mehr. Oh, doch. Doch, einer ist da noch. Lol, die leben noch. Der lebt jedenfalls noch, wollte gerade sagen, ja. Oh mein Gott, Lars, bist du ich seh da einen. Du Penner, Alter. Wow. Oh, okay. Oh, die Waffe ist nicht schlecht. Hm. Headshot! Tot! Toll, Digga. Lars hat einen Kill. Ich sehe einen. Sei stolz. Bin ich der Einzige, der ihm sauberen Headshot verpasst? Oh mein Gott, Leute. Das war ich. Ey, Alex. Alex, das ist das. Alex? Ich bin DMR-Anfänger. Ich habe noch nie eine DMR benutzt. Also. Ja, aber die ist in Ordnung. Aber Lars, der hat eine der genauesten Waffen der Welt. Und schießt. Ich hab den getötet. Ich will meine andere Waffe wieder haben. Du hast daneben geschossen, mein Freund. Das war aber jetzt alles, glaube ich. Ich mag die DMR nicht. Lars, man hört auch sogar, wann eine Kugel wo ankommt. Was? Er läuft da vorne aber nur so unauffällig rum. Ich laufe hier so unauffällig mit meinem Raketen. Ich wollte gerade fast verschließen, weil ich den roten, grünen Punkt nicht gesehen habe. Ey, du siehst meinen grünen Punkt aber auch echt nie, oder? Nee. Das ist Absicht? Ey, komm, gestern, da warst du einen Meter vor mir, oh, da war der Glück. Da oben lebt noch einer, da oben lebt noch ein Bot, der liegt da rum. Der ist tot? Nein, der ist nicht tot, der hat sich gerade gedreht mit seinem komischen. Okay. Warte. Oder was ist das? Geh mal ein bisschen außer Deckung, bitte. Jetzt ist er tot. Gerade eine Granate werfen. Will ja auch immer noch meinen Raketenwerfer benutzen. Alex, schön, dass wir Frieden haben. Was? Willst du mich schon wieder töten? Nein, ich find's schön, sag dich! Schön, dass wir Frieden haben. Was? Du willst mich schon wieder töten? Alter. Manche Leute verstehen nur, was sie verstehen wollen. Alter, Daniel, du bist viel zu YOLO für eine Rebellenbase, ne? So. Warum? Mach ich denn jetzt schon wieder falsch? Alles? Du bist dabei, ey. Pinker Smoke Grenade.
Für die Armor-Spieler mit besonderen Ansprüchen, jetzt geht's los hier. Ey, hier stimmt, ne? Okay, rein und die Tower sichern. Unten drin campt gerne einer. Hab den Pistole mal drauf. Hier ist alles safe. Safe. Oh, das ist geschützt. Kann man auch. Na, L86A2 LSW, was ist das denn? Eine Waffe, oh. Lars. Ist nicht wahr. Oh mein Gott! Alter! Wenn ich hierfür jetzt noch einen Schuss hätte, das wäre doch nice. Ey, Freunde, bleib ganz ruhig mit der Waffe. Bleib ganz ruhig. Achso, ja. Kommt auf einmal einer mit der Raketenwerfer aus der Ecke. Irgendeine Blenkrakete. Hier ist nochmal eine L115A3 LRR. Eine M47 Dragon. Ah, das ist die stärkste, cool. Hey, wer läuft hier mit meiner Munitionskiste rum? Ich brauch mein RPG wieder, der hat Munition. Okay, sammelt mal bitte die ganzen Waffen von den Bots draußen ein, also eure Waffen alle hier in die Waffenbox, okay? Wo ist mein RPG? Ey, welches Auto nehmen wir? Das hab ich. Aktuell nehm ich jetzt gar keins, wir sammeln erst. Alter, wie viele Waffen da drin sind. Da sind alle weg, Alex, ne? Wo, aus der anderen Box, ja? Ne, ah nein, hier ist noch eine G36. Da ist alles leer. Außenrum auch. So, G36 aber ohne Magazine. Wo wollen wir den hier mitnehmen? Hier oben drauf haben noch Waffen. Noch einer. So, das war's, oder? Aus dem Wagen habt ihr alle rausgenommen. Das war's jetzt. Dann lass jetzt zum Verkaufen gehen, Ort. Nette kleine Waffenbox. Nein, das war's, oder? Wirkt schon fast wie eine Hackerbox. Ey, wer hat diese... Alle, ey, Lars. Was? Hast du die L115 genommen? Ja. Ey, gib mir die mal, Alter. Wieso, Daniel? Ja, weil ich die gerne haben möchte. Nee, das ist meine, Mann. Junge, ey, Alex sagt anscheinend, wer darf sie haben? Lars oder ich? Ich hab die als erstes gefunden. Lars oder ich, Alex? Na, Lars kann ich auch. Der gehört sie gar nicht, der hat sie einfach rausgenommen. Ich hab die als erstes, scheiß DMR, Mann. Du bist doch eh eher der MG-Typ, Daniel. Nein, aber ich mag Sniper auch. Das ist Pech. Ach. Die DMR ist auch gut, hallo. Ey, oha, die sieht jetzt. Hallo, M107 haben wir, ja, eben. Wollte gerade sagen. Ja, und ich lauf mit der CZ rum. Du kannst seine Kackwaffe haben, Lars, ey. Ja. Kann ich ja. Alle ein bisschen aus dem Weg, bitte. Ey, war das die mit diesem heftigen Schusslaut, diese BOOM? Kann ich bei denen... Ja, das war so. Okay, alles einsteigen, bitte. Kann ich bei denen in Gunner reingehen? Bei den hinteren? Ey, kann man als Gunner reingehen? Sonst würde ich den aber nicht mitnehmen, oder? Oh mein Gott, ey, bitte lass mich hinten rein, Alex. Ey, Lars, komm. Sei mal nicht ja, so. Ja, Lars, das ist Daniel Sitz. Der hat schon das seit ein paar Tagen reserviert. Alter. Der von dem Gunner hier? Ja. Nochmal? Ja. Ja, okay. Ja, aber ich kann da irgendwie nicht rauf. Musst du hinten von der Seite irgendwie? Achso. Sag, willst du nicht lieber mit dem hier, mit dem Granatwerfer schießen? Der ist viel heftiger. Nein. Lars, guck auf, wer meine. Mission completed. So, auf zum Verkauf, ne? Alter, was sind das für ein Blankgeschütz? Alles klar, ich geh noch einmal kurz meine Fuelcan auffüllen. Ihr bleibt bitte alle. Paul! Mein Gott! Das ist deine Wacke, Daniel! Was ist bei dir kaputt? Ey, Paul!